Wir sind jetzt auf dem Parkplatz und wollen gleich abfahren. Plötzlich haben wir eine Vogel gesehen, der gegen den Wind fliegt, weil es ziemlich stark weht oder so, kann der Vogel nur still bleiben. Das war ziemlich lustig. Ich gucke extra nicht zu. Dann muss ich nichts bezahlen. Ich habe nichts gesehen. Augen zu. Gestern waren noch drei Leute. Jetzt verschlafen die anderen. Und Nee, der hat keinen die Bock, bekommen. das Geld zu teilen. Und der Kerl bekommt alle Trinkgeld. Genau, der will nicht teilen, deshalb ist er hier allein. Das ist ja rotes Licht. Ne? Schnell grün, 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 grün. Nicht mehr weg. Ich gucke extra rechts, aber auch schönes Auto. Hallo aus Köln. Wir sind jetzt in Köln Triangle. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Deswegen habe ich hier gerade ein YouTube-Video angeschaut. Der Kerl hat Köln Triangle gesagt. Ja, die deutsche Aussprache klingt irgendwie anders. Die Eintrittskarte kostet 5 € pro Person. Wenn du deinen Studentenausweis dabei hast, musst du nur 4 € bezahlen. Bei mir seit Monaten Halbmond. Die andere Hälfte hast du mitgenommen. Vielleicht nicht mit Absicht. Vielleicht ist sie einfach mit dir mitgekommen. Und das ist schon okay, denn wo immer du bist, soll der Mond ja auch scheinen, damit es nicht so dunkel ist. Für immer nur Halbmond. Die andere Hälfte hab ich mit dir verloren. Das so nicht in den Skripten steht. Ich bin sicher nicht allein, hab Leute zum Reden, aber wie viel soll ich sagen, wenn sie die Hälfte nur verstehen? Ich bin halbtags beschäftigt und halbtags am Boden, bin auf halber Strecke vom Alltag abgehoben. Bei mir seit Monaten Halbmond. Nach dem Spaziergang entlang dem Ufer sind wir mit dem Seilbahn gefahren. Man kann einmalige Panoramaaussicht erleben auf den Köln, die Altstadt, den Rhein und die wunderschöne Umgebung aus der Vogelperspektive. Wir sind nur einmal gefahren und die Hinfahrt kostet 5 € pro Person, wobei die Hin- und Rückfahrt nur 8 € kostet und noch preiswerter ist. Bei mir seit Monaten Halbmond. Die andere Hälfte hast du mitgenommen. Vielleicht nicht mit Absicht. Vielleicht ist sie einfach mal dir mitgekommen. Ich war dumm und habe das Handy einfach an die Scheibe gehalten, aber die Gondel hat total vibriert, sodass das Video immer wackelig ist. Hab ich mit dir verloren. Es ist unglaublich kalt hier. Wenn alles schweigt und
an die Lichter der Landebahn und dann ist es vorbei. Hallo Alltag, hallo meine enge Welt, du kommst mir mal größer vor, zumindest hab ich so erzählt. Und ich werd nie wieder sagen, ich weiß, wie das ist. Ich erkenn zwar einiges wieder, doch mehr kenn ich nicht. Und ich werd nie wieder sagen, das kriegen wir schon hin, dann was übermorgen sein wird, das weiß kein Mensch. In der Bahn habe ich plötzlich noch ein Handy gefunden, das in einem Tütchen eingepackt wurde. Das Tütchen ist wasserfest. Dann habe ich gemerkt, dass wir ja über den Rhein gefahren sind. Das heißt, es besteht Möglichkeit, dass die Gondel ins Wasser fallen sein könnte. Danach habe ich ein bisschen Angst bekommen, aber zum Glück haben wir die andere Seite schon erreicht. Ich wollte noch das Bargeld abheben und habe eine Sparkasse direkt vor dem Zoo gefunden. Man muss nicht mal Eintrittskarte kaufen und kann direkt eine Chamäleon besuchen. Yeah.